Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 18. Oktober. Heute dabei Tesla, Wear OS, Spotify, N26 und Facebook. Ja, beginnen tun wir mit Tesla. Ja, wir hatten ja Anfang der Woche schon den Elon und jetzt Tesla als Firma an sich, denn die haben jetzt die, ja, wie nennt man das halt, also die Rechte, um das, um was zu bauen auf einem Land erworben, nahe Shanghai. Und dort wollen die halt ihre Gigafactory 3 hinsetzen. Sprich, da wollen die halt, ihre Teslas produzieren. Und genau, das haben die jetzt getan. Wahrscheinlich hängt da China wieder auch mit drin. Also hier der Staat, Shanghai, die fördern das bestimmt und das rechnet sich für die Kollegen. Und dann können sie halt eben halt ihre Teslas da bauen. Ja. Schöne Sache, wird den Elon bestimmt freuen. Nächstes Thema, Spotify. Die haben jetzt bekannt gegeben, dass es jetzt Spotify für Wear OS geben wird. Ja, Wear OS ist das Betriebssystem für Smartwatches, was Google zur Verfügung stellt. Und entsprechend wird es jetzt ab November die Spotify-App für Wear OS geben und erstmal für die Fossil Gen 4 und die Michael Kors Access Runaway von ebenfalls Fossil. Dort wird die vorinstalliert sein. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wahrscheinlich könnt ihr euch die dann mit jedem Wear OS Device, ja, Device ist auch Blödsinn, weil es ist ja eh immer eine Smartwatch, installieren. Aber mal bei Spotify. Spotify hat nämlich jetzt auch sich beteiligt an dem Startup DistroKid. Und was macht DistroKid? Das sorgt dafür, dass Musiker ihre Musik auf nicht nur Spotify, sondern auf diverse Plattformen hochladen können. Denn wenn ich Musiker bin, dann will ich entsprechend meine Musik auf Spotify, Apple Music, Tidal und was der Teufel, was da noch alles gibt, hochladen. Und das machen die. Ja, und Spotify hat auch erkannt, die Leute laden eben nicht nur auf Spotify runter und entsprechend möchten sie da irgendwie partizipieren, selbst wenn die Musik nicht auf Spotify landet. Spannendes Konzept, hätte man jetzt so nicht erwartet, aber im Prinzip schöne Sache. Das macht auf jeden Fall das Leben für die Musiker dann ein bisschen einfacher. Nächstes Thema, N26, ist eigentlich gar nicht mal so ein neues Thema, ist schon eine Woche her, aber hat mittlerweile auch schon den Weg nach Amerika gefunden, dass sie darüber reden, denn die BaFin, das ist die Aufsichtsbehörde für Banken und Finanzen in Deutschland, die hat jetzt, eine Prüfung eingeleitet, denn bei N26 kann man sich außerhalb von Deutschland anscheinend relativ easy mit gefälschten Personalausweisen anmelden. Also in Deutschland, wenn man ein Konto eröffnet, dann macht das N26 mit so einem Videodienst, sprich man macht eine Videosession auf und zeigt seinen Ausweis und kippt den so, damit man hier die Sicherheitsmerkmale sieht. Aber in anderen Ländern akzeptieren die einfach Fotos von Personalausweisen, wo man entsprechend die Sicherheitsmerkmale nicht sehen kann. Und da hat die Wirtschaftswoche ein paar Tests gemacht und ja, mein Gott, man konnte anscheinend mit gefälschten Ausweisen relativ easy ein Konto eröffnen, eben. Und ja, die BaFin ist da jetzt rangegangen und guckt sich das mal an, denn das ist eben nicht so korrekt. Ist halt Finanzwesen, sind eigene Regeln da. So, und eigene Regeln, letztes Thema für heute, gibt es auch bei Facebook. Denn die haben jetzt ein bisschen mal dafür gesorgt, dass im Newsfeed, also eurer Timeline, wo ihr die ganzen Sachen reingespült bekommt, dass dort Seiten mit kopierten Inhalten runtergerankt werden. Seiten mit kopierten Inhalten sind beispielsweise Seiten, die einfach zum Beispiel von irgendwelchen Tech-Blogs Artikel nehmen, die verlinken, teilweise übernehmen und drumherum Anzeigen schalten und das natürlich dann auch auf Facebook raushauen, entsprechend sogar bewerben. Und da will Facebook jetzt gegen vorgehen, dass entsprechend solche Sachen downgerankt werden, wo ganz klar oder semi-klar kopierter Inhalt ist von anderen Seiten und die eigentlich auch nur dem Klick dienen, damit halt die Werbung ausgespielt werden kann. Und ob das so funktioniert, müssen wir uns alle mal anschauen, ne? Also auf jeden Fall ein guter Ansatz. Wie er umsetzbar ist, kann ich nicht so beurteilen.
Ja, und das war's für heute auch schon. Es ist anscheinend echt eine ruhige Woche. Also von daher, kommt gut in den Donnerstag, habt einen schönen Tag und ich hoffe, wir hören uns dann auch morgen zum Ende der Woche wieder. Also bleibt positiv und bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.